es geht weiter. Wir sind wieder bei der Firma Westwood Performance. Mein Namensvetter Philipp ist auch am Start. Im letzten Video haben wir euch ja endlich schon mal eine Differentialsperre erklärt. Und jetzt geht es weiter mit ihm sein Getriebe. Marius ist nämlich auch mal wieder dabei. Und das gucken wir uns jetzt nämlich an. Ja. Du hast das schon mal so grob vormontiert. Ich habe es jetzt schon mal komplett eingemessen alles, weil das ist, also ich erkläre es gleich, wie man das so macht, aber das ist halt super viel Aufwand, super viel Arbeit. Und damit das alles ein bisschen schnell in der Form alles zeigen können, habe ich das jetzt schon mal vorbereitet. Wir brauchen, es haben die Leute wirklich unter gefühlt jedem fünften Video, lese ich immer einen Kommentar, die Leute wünschen sich wirklich mal ein Getriebevideo. Ja, ich denke mal, die meisten, außer auf einem Foto, haben die vielleicht auch noch nie gesehen, wie so ein Ding mal von innen aussieht, geschweige denn, was dreht sich da drin, was dreht sich nicht. Genau, deswegen müssen wir jetzt heute wirklich mal das kleine Getriebe 1x1, die Basics so ein bisschen machen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und erklären wirklich von Bauteil zu Bauteil, was es ist und gehen auch gleich immer darauf ein, was hier jetzt bei Marius verbaut ist. Also so grundsätzlich vom Bauraum hier oben säße normalerweise noch der fünfte Gang. Den montieren wir gleich am Ende, weil sonst können wir das nicht abnehmen. Und darunter verstecken sich die anderen 1 bis 4. Mhm. So, das ist jetzt also ein sogenanntes Zweiwellengetriebe. Genau. Zwei Wellen für Eingangswelle und Abtriebswelle. Das ist die Eingangswelle, die kommt vorne in der Kupplungsglocke raus. Und da die Abtriebswelle, die endet da mit einem Zahnrad. Und hier sitzt eigentlich das Differential, was wir eben montiert haben. Das sitzt dann da unten drin. Das stecken wir gleich mal da rein. Mit der eigentlichen Achsübersetzung, die noch... Genau, mit der Endübersetzung, ja. So, das heißt, hier drunter jetzt, könnt es gerade nicht zeigen, sitzt normalerweise noch Schwungrad und Kupplung. Genau. Die Kraft geht über die Verzahnung von der Kupplung auf diese Eingangswelle und wird dann über die einzelnen Gänge auf diese Welle übertragen. Ja, das hier ist alles starr, also hier kann man auch... Ja, wir nehmen das mal gerade weg. Das ist die eigentliche Schaltung, die Schaltbetätigung. Genau, das ist nur das, was jetzt wieder da hängt. So, damit werden dann am Ende die Gänge eingelegt, aber wirklich das Schalten findet woanders statt. Also hier, das hier, das ist, sieht man auch schon, das ist alles hier ein Teil und das sind dann auch wieder einzelne Teile, das ist alles fest da drauf. Mhm. Das dreht sich also immer und die Zahnräder, das ist glaube ich gerade auch, das ist dann drin, die sind hier drauf locker, also die kann man verdrehen, je nachdem in welcher Stellung die hier stehen. Also okay, wir fangen mal noch viel, viel früher an. Wofür ist in so einem Auto überhaupt ein Getriebe verbaut? Prinzipiell, du hast ja ein Drehzahlband. Und von dem Motor? Genau, dieses Drehzahlband willst du nutzen. Früher hat das mal angefangen mit einfach nur einer Übersetzung, also ein Zahnrad und dann war es das. Und je nachdem, wenn du halt schneller fahren willst und vor allem auch bei 100 nicht immer 6000 Umdrehungen haben willst, sondern auch mal was Angenehmeres, dann brauchst du ein Getriebe, um halt die Kraft vom Motor weiter zu übertragen. Das heißt, wir benötigen mehrere Gänge, um einfach das Verhältnis Eingangsdrehzahl zu Ausgangsdrehzahl zu verändern. Zu verändern, genau. So, nun kann es natürlich dabei nicht sein, dass alle Gänge gleichzeitig drin sind, weil dann würde es einfach klemmen und sich gar nicht mehr drehen lassen. Wahrscheinlich eher knallen. Also was meistens knallen passiert, oder halt erst schon rollt. Oder halt erst gar nicht losfahren. Ja. Und deswegen sind in diesem Getriebe dann auf, in dem Fall auf der Abtriebseite. Ich weiß zum Beispiel bei meinem Limo-Getriebe ist es ein bisschen anders. Da sind auch Gänge auf der Eingangswelle los. Ja. Und hier auf jeden Fall seht ihr quasi erste, zweite, dritte, vierte Gang. Grundsätzlich ist das hier ja auch noch eine wirklich einfacher Aufbau. Mhm. Man sieht das halt, was du schon gesagt hast, erster, zweiter, dritter, vierter. Ich glaube, der Rückwärtsgang ist gerade drin. Ne? Erstmal kleines Zahnrad auf der Abtriebswelle, großes hier. Und dann wird das halt immer klein, immer größer hier und da immer kleiner. Dadurch änderst du das Übersetzungsverhältnis. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder Philipps Beispiel mit dem Fahrrad. nee, jetzt kommt ein anderes Beispiel. Und zwar, das werden sich jetzt ganz viele fragen. Viele werden sich jetzt fragen, wenn ich den Rückwärtsgang reinmache, warum fährt das Auto nur überhaupt rückwärts? Und nicht mehr vorwärts. Es ist ja nicht so, dass der Motor in dem Moment rückwärts dreht. Und genau das wird uns jetzt als erstes erklärt. Ja. Ich habe keine Ahnung. Nein, Scherz. Du hast hier die Betätigung für den Rückwärtsgang und damit, ja, das ist jetzt hier oben leider nicht ganz fest, damit wählst du quasi den Weg, den das Ganze läuft. Also, das dreht sich in dem Fall jetzt alles so rum, dann schaltest du das, dadurch änderst du die Bewegungsrichtung von der ganzen Geschichte. Dadurch, je nachdem, wie das übertragen wird auf das andere. Also man könnte auch einfach in dem Fall einfach ausgedrückt sagen, durch ein drittes Zahnrad. Genau, du hast einmal den Weg. Ändert man die Drehrichtung einfach nochmal zusätzlich.
Ja, genau. Du hast den Weg, also der Weg geht hierher, normal, hier kommt die Kraft drauf. Dieses Zahnrad überträgt die Kraft auf das nächste Zahnrad. Das heißt jetzt dann vorwärts drehen. Und wenn das Ganze rückwärts gehen soll, dann werden die ganzen Gänge alle freigeschaltet. Also hier ist gar kein Gang mehr eingelegt auf der Welle. Und mit der anderen Welle schiebe ich, muss am besten mal hier rüberkommen, dieses Zahnrad hier schiebe ich nach oben in das andere Zahnrad da vorne. Und der Weg von der Kraftübertragung geht von hier nicht da drauf. Also das hier dreht ja dann frei. Hier auf das Zahnrad, hier über die Welle hoch und dann auf dieses einzelne Zahnrad. Und dadurch, dass du da eine Welle dazwischen hast, dreht sich dann alles andersrum. Du siehst das auch, dass dieses eine Zahnrad, das ist ja das einzige, was jetzt quasi mit der Abzugswelle verbunden ist, das dreht dann andersrum. Alles andere dreht zwar in diese Richtung, ist aber hier jetzt frei, also da ist nichts. Also drin. Eigentlich wirklich ganz simple Sache. Einfach nur ein anderer Weg. Wo sich aber irgendwann mal so richtig an den Kopf drüber zerbrochen haben, genau, im ersten Getriebe. Im Prinzip ist das einfach nur eine Umlenkrolle, ne? Ja. Wenn du ein Seil umlenkst, hast du es auch, dass sich die Drehrichtung halt zwischendurch ändert. Mhm. Okay, cool. Witzig bei dem Getriebe ist jetzt, dass der Rückwärtsgang ja von der Verzahnung genauso aussieht wie die gerade verzahnten Gangräder. Mhm. Eigentlich ist es ja aber nicht der Fall, ne? Eigentlich ist es auch immer gerade verzahnt. Genau, der Rückwärtsgang nur, schon. Genau, deswegen jault es auch beim Rückwärtsfahren so. Nur die anderen Zähne sind halt schräg. Ja, das ist sogar noch ein originaler Rückwärtsgang, der halt ja immer da drauf ist, weil das ist zum Beispiel auch aus einem anderen Getriebe, weil das gefehlt hat. Ich hatte gehofft, du hast mir einen längeren drauf gemacht, dass ich ein bisschen schneller rückwärts fahre. Habe ich natürlich. Das war ja der größte Wunsch, rückwärts vierte Meile zu fahren. Ja. Das haben wir hingekriegt. 350 kannst du jetzt fahren. Nein, Spaß. Das so, okay. Dann mach doch mal den Rückwärtsgang nochmal aus. Dadurch, also es wird halt alles betätigt von außen später. Wir schummeln jetzt hier mal ein bisschen. So, und jetzt müssten theoretisch auf der Seite gerade alle Zahnräder los sein, dass wir die alle drehen können. Die kannst können, du jetzt nicht drehen, weil die sich gegen die Welle verkeilen. Also wenn du die Welle jetzt rausziehst, dann kannst du die auch gegeneinander verdrehen. So, aber du kannst theoretisch die hier festhalten und siehst du hier, jetzt kannst du hier weiter drehen. Genau. Jetzt ist der Gang nicht eingelegt und wenn du den einlegst, dann kannst du hier halt so, verdrehen. So, jetzt sind wir nämlich auch schon bei dem nächsten interessanten Teil. Thema Gang einlegen. Genau, können wir den nochmal raus. So, das sieht jetzt so einfach aus, ist es aber später nicht. Nee, weil... Weil diese Welle hat ja eine bestimmte Drehzahl, die einfach fest vorgegeben ist durch die Geschwindigkeit, die du gerade fährst, weil das ja an den Rädern hängt. Eigentlich müssen wir noch ein bisschen vorher anfangen. Du hast ja diesen Mechanismus, der hier oben drauf sitzt, der hier unten in die reingreift und hier oben... Den wir gerade abgenommen haben. Genau. Wenn ich jetzt den Gang drin habe... Und ich will jetzt den nächsten Gang schalten, muss ja nicht nur hier vielleicht ein Gang rein, sondern der muss ja auch wieder raus. Also muss das auch so abgestimmt sein, dass du nicht zwei gleichzeitig reinschiebst, weil sonst knallt es. Ja, ist dann nicht mehr so lustig. Ja, das ist auch eigentlich der Grund, warum man den Schalthebel halt nur von 1, 2, 3, 4, 5, 6 bewegen kann und der nicht einfach lose rumwabbelt, weil das schon so die Gassen sind, die so vorgegeben sind. Ne? Ja. Du, mit den Gassen wählst du quasi überhaupt erstmal die Stellung vor, was passiert. Wenn du den Gang dann einlegst, bewegst du quasi diese Bewegung und mit den Gassen wählst du zwischen dem, den hoch, den runter, darüber wählst du quasi, mit den, also ist ein bisschen komplizierter, ist es schon noch, aber so, um sich mal leicht vorzustellen. Okay. Das heißt, eigentlich betätige ich jetzt hier gerade darüber nur den Unterschied zwischen 1 und 2 und zwischen 3 und 4. Genau. Ja, 1, 2 und da 3, 4. Das sind auch unterschiedlich. Und fünfte kommt nochmal oben drauf. Wird für mich jetzt genau. Bin ich gespannt. Das ist, ich habe gar keine Ahnung von Getriebe, überhaupt nicht. Für oben gibt es dann hier das so kleines Gestell nochmal einfach. Das kommt dann halt oben drauf und das schaltet wirklich nur den fünften Gang. Ist quasi wie der Rückwärtsgang, der wird ja auch einzeln geschaltet. Das ist ja einfach nur eine Bauraumgeschichte. So, ich zeige euch erstmal, angenommen, wir wollen jetzt den vierten Gang einlegen. Jetzt gerade würde der vierte Gang einfach nur ins Leere drehen. Das heißt, irgendwie muss dieser Gang auf der Welle festgemacht werden. Und das passiert halt einfach über diese Schaltmuffe und diesen Synchronhebel runter. Dann schnappt der hier rein. Und schon seht ihr hier, greift der in das eigentliche Zahnrad rein. Und das Zahnrad ist auf der Welle fest verbunden. So, nun ist natürlich das Problem, die beiden laufen natürlich mit komplett unterschiedlichen Drehzahlen. Genau. Und dadurch hast du hier nochmal den Synchronring, diesen Messingring. Oder das ist meistens noch ein Verbundwerkstoff dazwischen und wenn du jetzt anfängst zu drücken, siehst du das auch schon, wie der Ring sich da hebt. Du baust quasi Druck auf das Zahnrad auf und dann gleichst du die Geschwindigkeiten hier zwischen und da zwischen aneinander an. Also ich bremse das Rad oben ab. Das können wir jetzt hier gerade mal ausgebaut zeigen. Dies ist der eigentliche Synchronring und der wird dann hier drauf gedrückt
Und man merkt halt, je stärker man es drückt, je schwerer dreht es sich und dabei wird das Ganze abgebremst. Das ist quasi wie in der Sperre, wie bei einer Kupplung. Durch Reibung bremst du was und dadurch kannst du dann die Gänge einlegen. Mhm. Finde ich nur krass, weil die Kraft, die Übertragungskraft, ist ja dann auch in der Synchronisation. Die ist nur da. Ja. Genau, finde ich krass, dass das hält und man den Gang aber theoretisch abreißt in der Serie. Meistens reißt du ihn dann aber auf deiner Seite. Heftig. Du reißt den Gang ja auch meistens nicht beim Schalten ab, sondern du reißt den Gang ja ab, wenn der Gang drin ist. Mhm. Also das hier zum Beispiel, das ist nämlich tatsächlich aus dem Ersatzgetriebe, was wir für den Rest gekauft haben. Das ist ein originales, wie hier drin war. Genau, ein ganz normaler, originaler vierter Gang. Mhm. Und der hat halt ein bisschen weniger Zähne wie Serie, ne? Gewichtsoptimiert. Ja, quasi. Und das ist halt passiert, weil wirklich der Kraft, also da wird ein Zahn wird angefangen haben, der hat sich dann abgerissen und dann dreht sich halt durch, ne? Weil dann wird immer mehr Spiel dazwischen und das waren jetzt laut Vorbesitzer irgendwie 600 bis 700 PS. Das hat dann halt nicht mehr gehalten. Nee, aber auf der Seite, hast du recht, geht die gesamte Kraft dann ausschließlich über. Ja, finde ich krass, dass dann das hält, aber man so ein Zahnrad kaputt reißt. Finde ich heftig. Theoretisch kannst du das auch abreißen, indem du einfach beim Schalten Vollgas gibst, ne, die ganze Zeit und richtig Ladedruck hast. Also wirklich richtig Kraft in diesem Schaltmoment hast. Mhm. Das passiert ja schon auch. Also abgerissene Synchronringe, also die Zähne weggerissen oder so, das gibt's ja auch. Das ist aber nicht so typisch, weil man hat auch so ein bisschen so eine Hemmung dagegen, da jetzt komplett einfach alles reinzuprügeln. Und der Schaltvorgang geht natürlich auch ziemlich schnell. Ne? Mhm. Also du drückst das ja wirklich einfach nur durch. Mhm. So, jetzt kommt nämlich meine entscheidende Frage. Jetzt wird es nämlich langsam ein bisschen technischer. Wie genau ist denn so ein ganzer Aufbau hier? Das heißt, gerade so in Bezug auf Synchronringe, Spiele, Anschläge, hat das Ganze irgendeinen Anschlag? Muss man da auch irgendwas einmessen? Also der Radsatz, der kam jetzt schon eingemessen. Mhm. Und da gibt jeder Radsatzhersteller oder auch VW bei den Originalen, gibt dann halt Werte vor, die du erreichen musst. Spiel, weil du merkst es ja auch hier in den Zahnrädern zum Beispiel. Also das hat schon ein bisschen Höhenspiel. Ne? Mhm. Das ist aber auch gewollt, weil wenn das gar kein Spiel hätte, dann würde sich das auch alles nicht mehr bewegen. Mhm. Und das machst du mit diesen Hülsen hier. Ich habe irgendwo noch eine ausgebaut. Diese Hülsen hier, die haben wir dann eine bestimmte Stärke oder diese Unterlegscheiben. Und quasi nur diese Hülse ist wirklich da drauf gepresst. Der Rest, der sitzt nur da drauf und dadurch hält das. Okay, das heißt wirklich, du musst aber schon von jedem einzelnen Losrad, das nennt sich Losrad, weil es halt eigentlich lose ist. Lose nicht, weil es wackelt, sondern lose, weil es nicht fest auf der Welle ist, solange der Gang nicht drin ist, hat ein Spiel. Genau. Ein vorgegebenes Spiel vom Hersteller. Macht auch Sinn, weil wenn es fest wäre, also wenn es kein Spiel los. Hätte, wäre es ja nicht mehr los. Ne? Das heißt, auf der Seite ist ja 1 und 2 Bestandteil der Welle, glaube ich, ne? Ist fest. Du siehst also das richtig. Hier, genau, das ist hier ja so gefertigt mit genau dem Abstand, den man haben will. Prinzipiell brauchst du auf der Seite, weil ich hier nichts drehen muss, aber auch nur den Abstand, damit der Zahn mit dem Zahn überein liegt, damit der jetzt nicht nur zur Hälfte da drin trägt. Wenn der jetzt nur bis hier hingehen würde, dann hättest du ja das Problem, dass du nur 2/3 vom Zahn benutzt und nicht den ganzen Zahn. Und hier hast du diese Hülse, die gibt dann den Abstand vor. Das heißt, wenn ich diese Hülse abziehe, kann ich jedes einzelne Bauteil könnte ich hier tauschen, wenn ich das will. Stück für Stück. Also du ziehst quasi erst hier das erste Stück ab, dann kannst du bis hierhin alles lösen. Darunter den Teil, den musst du dann wieder abziehen. Dann geht es wieder so weiter. Also das ist immer, du hast ganz am Ende, das hier ist die andere originale Welle. Ah, okay. Ja, du hast an der einen Stelle hier auch noch eine Nut eingestochen, da sitzt ein Ring drin. Und so auf den anderen Stellen siehst du das auch schon, da ist vorher mal eine Hülse drauf gewesen, die das quasi in Position gehalten hat. Und diese Teile hier, die Verzahnung, die sind dann zur Kraftübertragung immer da. Mhm. Mhm. Hier ist auch tatsächlich der andere Teil von dem vierten Gang. Da ist noch ein bisschen mehr drin. Also da den kann man fast so wieder anbauen. Mhm. Können wir sonst ein bisschen was aufschweißen. So, wir in unserem Getriebe, im Arius-Getriebe, ist ein Radsatz von dem Mario Tau drin, H-Power, Hidden Power. Mhm. Der funktioniert für den 02A-Getriebe extrem gut, hat soweit ich kenne noch keiner kaputt bekommen. Allerdings muss natürlich selbst der auch, wie du gerade schon sagst, perfekt eingemessen sein. Genau, also der Radsatz selber auf die Wellen war laut dem Hersteller schon eingemessen. Den habe ich jetzt auch so übernommen. Ich habe ihn tatsächlich nicht nachgemessen. Das heißt, da reden wir jetzt wirklich von den Spielen der einzelnen Zahnräder? Genau. Mhm. Das ist so vom Gefühl aber auch alles so, dass es passen kann. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, da war noch hier dieser
ja, Blechteller drauf für das eine Lager, der ein bisschen unstabiler ist. Den haben wir getauscht gegen den aus Alu, der ein bisschen stabiler ist. Auch ein Original VW-Teil, war in den VR6-Getrieben immer verbaut. Und das ist halt die, ja, ich sag mal, Sparversion. Das haben wir aber auch nur gemacht, damit es noch ein bisschen stabiler ist. Mhm. Ja, und ich habe die Lager halt gerade noch getauscht. Okay, so, man sieht ja öfter mal an diesen Zahnrädern auch, dass die eigentlichen Zähne verschleißen. Mhm. Wann passiert das? Dass sie nicht mehr so schön spitz sind, sondern sich abrunden? Prinzipiell, wenn die Geschwindigkeit der einzelnen Zahnräder noch nicht weit genug angeglichen war und du drückst den Gang rein. Das heißt, das ein bisschen übereinander und dadurch ist so eine Ecke dann halt auch schon mal weg. Ne? Ist es wichtig, dass sie noch spitz sind oder dürfen die auch abgerundet sein? Desto spitzer, desto schöner gleitet der Gang halt auch rein. Also wenn die irgendwann mal ganz weg sind, dann kann es halt passieren, dass du so einen Haken hast, weil du einfach nicht auf die Spitze, die dir Führung gibt, also du gleitest ja hier quasi dann dran vorbei, sondern du kommst auf die flache Fläche hier und dann will der ja gar nicht rein. Also der bewegt sich ja von alleine nicht daran vorbei. Wenn da eine Schräge ist, dann triffst du und der wird vorbei gedrückt. Rutscht der rein, ne? Genau, ja. Das könnte dann passieren, aber dann müsste der Zahn natürlich auch komplett weg. Dieses typische Getriebekratzen, was man so beim Schalten manchmal kennt? Ja, das ist so in die Richtung. Das ist dann genau in dem Moment, wenn diese Synchronisierung noch nicht vollständig angepasst ist und man trotzdem rüber drückt. Genau. Und dann Metall auf Metall, ne? Ja. So, kann man hier, glaube ich, auch nochmal ganz gut, wenn du hier mal drauf filmst, René, jetzt ist der Gang noch lose. Das heißt, der steckt einfach nur mit diesem Lager auf der Welle drauf. Und wenn man jetzt mal ganz langsam, das Goldene hier ist der Synchronring, wenn ich das mal ganz langsam in Stufe 1 hochdrücke, so grob, dann sieht man jetzt schon mal, dass die Muffe zumindest mit dem Synchronring verbunden ist. Das heißt, er würde jetzt anfangen zu synchronisieren. Obwohl der Synchronring ja auch immer mit der Muffe verbunden ist. Da sind ja... Ja, bei dem sieht man es schlecht. Der steckt auf jeden Fall immer in der Muffe, in dem Innenteil. Das sieht ungefähr so aus. Mhm. Achso, okay, da verstehe. Da sitzt ja. Der hier in diesen Öffnungen, sitzt der auch immer drin. Also die Teile sind so oder so fest verbunden. Also auch wenn du die jetzt runterdrückst, kannst du den Synchronring nicht einfach im Kreis drehen. Ja, ja, klar. Nee, das ist schon so. Und jetzt würde er aber anfangen, den Synchronring trotzdem hochzudrücken. Anzupressen, genau. Gegen das eigentliche Zahnrad. Noch kann ich es frei drehen und wenn ich ganz bisschen hochdrehe, dann schon nicht mehr. Und jetzt sieht man hier gerade auf den Ecken schön, wie ich an dem Synchronring vorbei, genau, dann das Zahnrad. Das ist ja jetzt der Moment, was ich eben gemeint habe. Jetzt sitzen da die Flanken zueinander und drücken sich vorbei. Wenn das jetzt flach auf flach wäre, dann würdest du es nicht reingedrückt bekommen. Dann müsste es immer genau perfekt stehen und da sich das ja so schnell dreht, selbst wenn du es auf null runtergebremst bekommst, und das steht halt nicht übereinander, dann kriegst du es nicht rein. Wenn das halt schräg ist, dann drückst du es halt immer irgendwie rein. Mhm. Weil ganz perfekt aufeinander stehen werden die im seltensten Fall. Mhm. Okay, ja, so viel zum Thema Synchronisierung. Das ist auch die Variante, wie in den meisten Schaltfahrzeugen einfach immer verbaut ist. Genau, dann halt nicht gerade verzahnt, sondern eher eine Schrägverzahnung, wie jetzt hier auf dem originalen Radsatz. Sieht dann halt so aus, ich meine, wenn das daneben halt schon. Man sieht, dass die Zähne deutlich massiver sind, gröber sind. Und dadurch, dass das Ganze halt auch ein bisschen mehr Spiel hat, hast du auch diese Geräusche. Das ist wie ein Differential, was heult, da ist meistens dann wirklich Spiel reingekommen. Und dadurch entstehen dann auch Geräusche, weil da die Zähne aufeinandertreffen. Dann hört man und man darf halt auch immer nicht vergessen, jegliche Gänge, die einfach in dem Moment nicht eingelegt sind, drehen ja wirklich frei in dem Getriebe mit. Genau, die Zahnräder drehen sich eigentlich immer alle. Die drehen sich alle immer, genau. Und somit entstehen natürlich einfach ein paar Geräusche. Ne? Punkt 1 zum Einmessen. Dann geht's ja weiter. Was müssen wir noch alles einmessen? Grundsätzlich musst du eigentlich jedes Lager einmessen, weil jedes Lager hat eine gewisse Vorspannung. Und anfangen tut man da mit der Abtriebswelle. Dann nehmen wir das mal gerade raus. Das passt natürlich wieder so schön. Lass mal den Rückwärtsgang gerade rausnehmen. Sonst kommen wir da wieder nicht vorbei. So, aber die hätte klar sein müssen, dass Philipp viele bunte Fragen stellt, deswegen. Ah, so sieht man jetzt aber schön den Unterschied zwischen Gradverzahnt und Schrägverzahnt. Genau. Ein großer Vorteil bei solchen Getrieben von der Gradverzahnung ist auch, dass keine Kraft mehr in die Lager geht. Auch vor allem nicht ins Gehäuse. Du hast ja eher das Problem, die Lager, die können das ab. Das ist so ein Kegelrollenlager, das kann wirklich auch kurzzeitig mal richtig Kraft ab. Aber das Gehäuse Aludruckus, wenn du einmal über diesen Punkt raus bist, dann bricht es halt einfach. Und wenn es gebrochen ist, dann kriegst du es auch nicht mehr zusammen. So, und bei dem Original ist es einfach so, durch
die Schrägläufigkeit von den Rädern hat man halt einfach. Genau, das ist ein Kraftanteil, der geht in die Richtung und einen Kraftanteil, der geht in die Spreizung. Mhm. Zusätzlich zu dem, was du haben willst. Weil haben willst du ja eigentlich nur den Antreibenden, also die Drehbewegung. Du hast aber immer eine Spreizung hier zwischen und in die Richtung bei der Schrägverzahnung auch was. Das ist halt, ja. Nachteil ist natürlich, die Schrägverzahnung läuft halt schön sauber ineinander, allein durch die Geometrie, die Geradverzahnung nicht. Genau, das läuft halt ruhiger. Das ist auch, Familienvater auf der Autobahn will ja auch nicht immer hören, sondern das soll halt leise sein, gut funktionieren und wird ja auch nicht so belastet, wie es bei euch belastet wird. Ich persönlich finde aber dieses Getriebe ja auch geil. Also bei mir in der Limo ist es jetzt nicht so laut, dass man sich da drin nicht mehr unterhalten kann. Ja, ist halt die Frage, ob du das nach 1500 Kilometer ab nach Schweden, ob du das dann immer noch so geil findest. So, aber was halt alleine immer geil ist, jeder, der gerade verzahntes Getriebe schon mal gefahren ist, ist, dass du halt einfach da drin sitzt und die Gänge durchschaltest bei gleicher Geschwindigkeit und das Jaulen sich so krass verändert, ne? Durch die Übersetzung halt einfach. Das hört sich halt einfach an wie ein Rennwagen. Genau. Ja. Das ist wirklich. Das ist geil. Das gefühlt schon 5 PS. Genau. Ja, mindestens. Klingt in dem Video geil. Okay, in dem Fall Welle an zwei Stellen gelagert. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit der anderen Welle an. Mhm. Das ist, glaube ich, ein bisschen schöner zu zeigen. Die Welle, habe ich so festgeschraubt? Nee, ich habe nicht festgeschraubt. So. Schwer ist sie. Man hat hier oben drin das eine Lager, das können wir nämlich hier ganz schön zeigen. Das sitzt hier drin. Mhm, das sieht dieser, deutlich massiver aus. Genau, das ist dieser stabilere Halter. Da sitzt ein Lager. Das war auch original VW? Das ist auch original VW. Das ist tatsächlich aus dem Getriebe, wo der vierte Gang abgerissen ist. Upgrade. Mehr oder weniger. Hier sieht man auch wieder die Schrägverzahnung. In unserem Fall bleibt die für die Achsübersetzung. Genau, die Achsübersetzung scheint original VW zu sein, würde ich behaupten. Ja, ist auch. Ja. Und da sitzt halt das eine Lager. Hier sitzt auch keine Einstellscheibe drunter. Das wird einfach fest eingepresst in diesen Halter. Mhm. Und auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Lager. Und der Abstand zwischen dieser Lagerschale und der Lagerschale hier unten im Gehäuse, der gibt ja die Vorspannung auf die Lager quasi vor. Mhm. Und mit dieser Vorspannung muss eingestellt sein. Weil wenn das jetzt hier fest drauf sitzt und hier unten sieht man hier das Spiel, dann würde ja das ganze Teil hier drinne wackeln und wenn was wackelt, kann man sich vorstellen, was passiert. Das macht sich irgendwann Platz. Also die Vorspannung auf dieses Lagerpaket jetzt erstmal. Genau. Andersrum, wenn ich das zu weit vorspanne, also wenn das richtig presst da drauf sitzt, dreht sich das erstens schon mal gar nicht mehr oder ganz schlecht und der Verschleiß der Lager ist halt viel größer. Das ist, wenn ich so einen Möbelroller nehme und stelle da 2 Tonnen drauf, dann wird er irgendwann aufgeben. Wenn ich den mit dem belaste, wofür er ausgelegt ist, dann hält er halt. Mhm. So ist das hier auch. Deswegen sitzt hier unten drunter so eine kleine Distanzscheibe. Da gibt es hier so Einstellsätze. Mhm. Diese Scheiben, die sitzen da unten drunter. Und damit stelle ich quasi die Höhe von dem Lagersitz ein. Mhm. Mit der Höhe auch den Abstand zwischen den beiden Lagersitzen und damit die Vorspannung. Das Ganze baue ich dann so, wie es war, wieder zusammen. Über was für ein Spiel reden wir da? Ich weiß gerade auch die Werte gar nicht mehr, die der Hersteller da vorgegeben hat. Ich aber meine aber 0,25 mm Spiel kann man einmal messen. Also dann setzt man hier irgendwo eine Messuhr auf, sie hier oben drauf und wackelt quasi die Welle hoch und runter und guckt, wie viel Spiel ist da. Mhm. Der andere Weg ist, man kann das auch über den Reibwert machen. Mhm. Also ich habe mir dann da einfach ein originales Zahnrad genommen, einfach gerade eine Mutter draufgeschweißt, eine Nuss draufgeschweißt. Und da setze ich dann mein Reibwertmesser auf. Hier oben, das ist jetzt für die andere Welle, deswegen passt der hier nicht. Und damit kann ich das Ganze dann quasi drehen und kann ermitteln, doch passt doch hier, war doch richtig. Genau, und dann kann ich ermitteln, wie schwer dreht sich das. Und desto schwerer sich das dreht, darüber kann ich ableiten, sind die Lager genug vorgespannt oder nicht. Die müssen einen bestimmten Reibwert haben, der ist vom Hersteller vorgegeben. Mhm. Und wenn ich den erreiche, ist alles gut. Ich glaube, das waren hier 1,8 Newtonmeter, die das an Vorspannung hat. Und oder einen Reibwert er hat oder haben muss und den haben wir dann erreicht und darüber muss eingestellt. Mhm. Was hat man denn für ein Werkzeug, um das zu messen? 1,8 Millimeter. Ein Reibwert. Das ist ähnlich wie ein Drehmomentschlüssel, aber das, das knackt nicht oder löst nicht aus, sondern du hast eine dynamische Anzeige. Da ist ein Zeiger drauf und damit zeigt er dir das an. Mhm. Mhm. So, und dann kommt jetzt hier nochmal ein Lager. Auf der anderen Seite. Hier ist ein Lager, was eigentlich dann gar nicht mehr eingestellt wird, weil hier sitzt einfach nur noch
Es führt nur. Genau. Mhm. Du hast hier unten die ganze Kraftaufnahme und hier oben, weil das so weit weg ist von dem Lagerpunkt, würde das wahrscheinlich irgendwann anfangen, sich zu bewegen, zu kippen. Du hast ja auch vor allem bei der Schrägverzahnung so auch immer dieses Auseinanderdrücken. Deswegen sitzt hier oben einfach so ein Loslager nochmal ganz drauf. Normales Rollenlager. Mhm. Das sitzt dann einfach hier so oben drauf. Ja. Und siehst du, das ist dann halt einfach da drin und nimmt einfach nur die Kräfte in diese Richtung hier auf. Mhm. Eingangswelle, genau das gleiche nochmal? Fast. In der Eingangswelle haben wir wirklich hier oben ein Kegelrollenlager. Also das ist der eine Sitz hier und der andere Sitz da unten. Mhm. Da sitzt auch hier hinter dann die Einstellscheibe. Mhm. Und wir haben dann die andere Welle. Kommen wir die andere mal raus, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Dann sieht man das. Das heißt, die spannt man dann übertrieben gesagt vor. Also die kann weder nach links noch nach rechts. Genau. Die sitzt hier drin, da hat man das eine Lager, wo die drin sitzt. Und dann nimmt man alles, baut alles wieder zusammen. Also Lager presst man vorher halt auf, baut alles wieder zusammen. So, und jetzt, jetzt kann ich zusammendrücken. Jetzt ist das halt zwischen den Gehäusehälften geführt. Genau. Und jetzt sieht man das auch hier ist schon nicht mehr so viel Spiel, obwohl es einfach nur aufgesetzt ist. Mhm. Und jetzt kann man dann auch hier oben wieder eine Messuhr aufsetzen oder halt auf der anderen Seite eine Messuhr aufsetzen und gucken, das Spiel bestimmen. Würde das auch über Reitwert gehen? Das geht auch über den Reitwert, ja. Okay. Hier hast du ja sogar einfach nur zwei Kegelrollenlagen. Prinzipiell geht bei Kegelrollenlagen geht's immer über den Reitwert. VW sagt erstmal das Spiel bestimmen und darüber dann die Einstellscheibe und den Reibwert quasi als Kontrollinstrument hinterher, um deine Einstellung zu prüfen. So habe ich es dann auch gemacht. Und okay, das heißt, bei dem Getriebe ist ja in dem Fall das Einmessen noch einigermaßen, ich sage jetzt mal einfacher, weil es wirklich rein um das Spiel der Wellen geht. Ne? Genau. So, und hier kommt dann übrigens dein fünfter Gang, Marius, oben drauf. Auch wieder mit Muffe. Der hoffentlich nicht so lang ist. Und ich habe schon Ärger bekommen, den darf ich nicht. Ja, das ist immer so fummelig. Zerlegen. Was kommst du da drauf? Genau. So, hier nochmal eine Muffe, die den fünften Gang reindrückt. Genau. Ich vermute dann mit Schaltbetätigung hier so durch. Ne? Ja, und auf der anderen Seite, da fehlt natürlich jetzt die Welle, aber das ist quasi das Gegenstück. Und fertig. Das ist auch ein weiterer Vorteil von diesem Getriebe von Mario. Da muss man wirklich sagen, Übersetzung wirklich für unsere Zwecke perfekt. Deutlich länger als Original. Das heißt, erste Gang ist ungefähr 90, 95, zweite Gang 140, dritte Gang schon 200. Das heißt, die ersten drei Gänge sind für Frontantrieb extrem lang. Bei 8000 Motorumdrehungen. Bei 8000 Umdrehungen, genau. Mhm. Was allerdings der Traktion oder beziehungsweise den durchdrehenden Rädern auf jeden Fall zugutekommt. Mhm. Und vierte, fünfte Gang ist ungefähr wie Serie. Das heißt, bei 8000 kannst du 260 und 320 ungefähr noch hinterher fahren. Ich glaube, der vierte ist gleich, der fünfte ist ein Tucken kürzer sogar als der originale fünfte. Reicht. Auch wie bei vierte, fünfte ist ungefähr ähnlich wie CCM Original. So, letzter Punkt. Differential. Das nächste, wenn wir jetzt das Diff einmessen, dann müssen wir natürlich wieder alles auseinanderbauen. So. Und hier ist die Lagerung zwischen dem Lager auf der einen Seite und auf der anderen Gehäusehälfte sitzt das andere Lager. Mhm. Unter einem von denen, ich meine, es müsste der sein, sitzt wieder so eine Einstellscheibe. Die ist diesmal halt ein bisschen größer, weil das Lager ist ja auch ein bisschen größer. Die sitzt dann so unter dem Lager, ist jetzt auch die passende schon drinne. Und damit stelle ich halt wieder den Abstand zwischen dem und dem ein. Heißt, ich muss die Schrauben auch immer mit dem vorgegebenen Anzugsmoment anziehen, weil wenn ich das jetzt aufeinander stecke, stelle das ein und ziehe es dann an, dann habe ich halt auch wieder alles versaut. Und du musst jedes Mal den Lagersitz raus? Das war meine Frage. Ja, jedes Mal. Bei dem Lagersitz ist das tatsächlich ziemlich egal, weil da ist ja der Wellendichtring noch nicht drin, der kommt ganz am Ende rein. Bei dem ist es tatsächlich sehr, sehr lustig, weil das geht halt so gut wie gar nicht raus. Ne? Also entweder Spezialabzieher oder man kann halt auch improvisieren, wenn man das wirklich beim ersten Mal schafft, dann kannst du einfach an den alten Lagerring was anschweißen, ziehst es damit raus. Problem ist, du hast dich beim zweiten Mal vermessen und dann musst du das neue Lager halt auch wieder aussehen. Das ist ja das alte gewesen, das ist ja egal, das ging halt so schneller raus. Ja. Bei dem neuen, das ist halt super gefummelt. Ich habe zwar einen Abzieher dafür, aber der ist noch nicht ganz optimal. Deswegen die Technik und sonst wirklich fummel, bis du das da raus hast. Ne? Ja, cool. So, das heißt, alle Lager neu. Genau. Alles eingemessen. Ja. Synchronringe neu. Genau.
Ich sehe da so eine Flasche Öl stehen. Was würdest du da als Experte noch für einen Tipp geben fürs Öl? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Leute halt Probleme hatten, dass, also jetzt nicht unbedingt bei dem Getriebe oder dem Radsatz, dass halt irgendwann das doch mal auseinandergeflogen ist. Und da habe ich von meinem Ölgroßhändler mal Royal Purple ans Herz gelegt bekommen. War selber ein bisschen skeptisch, habe es dann mal ausprobiert. Und tatsächlich halten die Getriebe ja, 10-20% mehr Belastung aus in den meisten Fällen. Gibt auch schon mal Ausnahmen, wo es halt nicht mehr hält, klar, das ist halt einfach so. Aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich diese 10-20% eigentlich fast immer gefunden. Und ja, das ist schon super. Also da fahren wir immer gut mit. Das kann Temperatur super gut ab und von daher sehr zufrieden mit dem Zeug. Wie ist das in so einem Fall mit Synchronisierung? Grundsätzlich sollte das Öl schon dafür geeignet sein, was du damit machst. Also sollst du jetzt kein Motoröl da reinkippen, weil du sonst die Synchronring halt... Also ist es jetzt zum Beispiel bei dem Öl auch für die Synchronisierung besser? Oder ist es dadurch, dass es 10-20% mehr Leistung auf die Zahnräder kann, für die Synchronisierung vielleicht schlechter? Prinzipiell im Vergleich zu einem anderen 75, also 75 W90 kommt dann da rein, nicht 140er, ein bisschen dünner, weil damit wird sich das so gut wie gar nicht mehr schalten. Mit dem Öl schaltet sich das genauso gut und die Synchronisation funktioniert genauso gut wie mit einem anderen 75 W90. Nimmst du jetzt natürlich ein anderes Schaltgetriebeöl, es gibt von Royal Purple noch so ein Synchromax, das ist halt leider nicht für Sperren ausgelegt. Damit wird sich das nochmal ein bisschen schöner schalten, weil das dann noch ein bisschen dünnflüssiger ist. Aber da muss man irgendwo so einen Kompromiss eingehen. Aber jedes andere 75 W90 ist von der Synchronisation ähnlich. Also klar, wenn du so ein super günstiges Öl oder ein gefälschtes Öl oder sowas hast, dann wird es auch nicht funktionieren. Und ich rede jetzt von einem ordentlichen Produkt. Das heißt, wir testen in dem Getriebe mal dieses Öl. Genau. Und das gibt es auch bei dir käuflich zu hören. Ja, das könnt ihr bei mir kriegen. Ich habe noch nie was von gehört. Ich weiß allerdings, ich habe da schon mal so ein Fachgespräch bei uns im Laden geführt mit dem Hersteller. Ja, mit meinem Großhändler, mit dem Joe. Genau, war extrem interessant. Den Typen müssen wir auf jeden Fall mal mit zu Björn nehmen, weil was der mir da erzählt hat von Strömungsgeschwindigkeiten im Pleuellager und Temperatur im Lager. Und das ist tatsächlich so die Sache, wieso ich irgendwann das einfach mal probiert habe. Also ich habe den Joe kennengelernt über einen anderen Kumpel, über eine das sind so ein paar Drifter. Und die sind das gefahren, das Zeug. Und er meinte zu mir, ja, wir haben das Öl da reingekippt und der Motor ist jetzt blitzblank sauber von dem. Ich sagte, hey, kann nicht sein. Habe ich selber ausprobiert, hatte funktioniert. Und dann habe ich ihn gefragt, hier, was kann das Zeug denn noch? Und dann kam ich auf diese Diff-Problematik, weil ich hatte ein Öl von einem Hersteller. Immer wenn das drin war und ich habe das Diff aufgemacht, dann war da Kernschrott drin. Das war, konntest die Uhr nachstellen. Ne? Also 50 Diffs mit dem Öl drin, davon waren 45 kaputt. Hab dann gesagt, gut, das Öl würde ich nicht empfehlen, aber welches kannst du denn überhaupt empfehlen? Hab das dann selber getestet eine Zeit lang, dann ein paar Kunden mal damit ausgerüstet zum Selbstkostenpreis und irgendwann festgestellt, das Zeug ist wirklich gut, ist zwar schweineteuer, funktioniert aber super und deswegen verkaufe ich das eigentlich nur noch. Hab auch jetzt so Einbaupaste von denen und sowas, aber Öl ist halt auch immer eine Glaubens- und eine Geschmacksfrage. Ne? Da will ich ja keinen beeinflussen, ich sage nur, bei mir und in meinen Getrieben funktioniert das super, ich verwende es super gerne. Und die Erfahrung zeigt, dass es gut ist, bis jetzt. Ja, so, ich würde sagen, das war's zum Thema Getriebetechnik fürs Erste. Wird bestimmt nicht das letzte Video sein. Wir sind auf jeden Fall... Ich hoffe, zu dem Getriebe das letzte. Weil das ist mit Getrieben ähnlich wie Motoren, da kann immer mal was zwischenkommen. Ja, kann ja auch Bedienungsfehler zwischenkommen. Nee, ich meine, ich fände es ausgeschlossen. Ich fände es ja interessant, wenn ihr es kaputt fahrt, weil... Das ist schön. Ja. Nein, weil ich sehe ja dann, was falsch war, ne? Aber nein, grundsätzlich ist es so eingemessen, wie es eingemessen werden soll. Wenn der Radsatz das hält, was er verspricht, was er bis jetzt ja scheinbar überall tut, sehe ich da eigentlich kein Problem. Also bislang habe ich jedes Bauteil irgendwie kaputt gekriegt, sei es Diffbolzen raus, Diffschrauben ab oder die Nieten ab in Original. Ne? Dritter Gang, fünfter Gang, zweiter Gang, da war schon alles dabei auf jeden Fall. Erster auch schon. Nee, erst das ist nur noch im ersten das Problem gelöst. Ich bin da guter Dinge, dass das jetzt... Ich denke auch. Ja, danke, dass ihr Zeit genommen habt. Klar. Ja, vielen Dank. War super interessant. Wird auf jeden Fall nicht das letzte Getriebe sein. Und ich würde sagen, jetzt noch zusammenbauen. Genau. Und dann muss das Ding bei dir ins Auto rein. Ne? Ja, wenn ihr nochmal was habt, immer gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.